So, aber jetzt herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcast Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und geben viele, viele Hinweise auch außerhalb der klassischen Medizin, wie zum Beispiel auch heute. Aber eben auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute habe ich meinen ersten internationalen Gast im Interview, Jakob Hager aus Österreich. Jakob ist 29 Jahre jung, ist in der Nähe von Wien geboren und sehr viel international unterwegs gewesen. Er hat in Russland gelebt, er hat in den USA gelebt und in vielen anderen Großstädten in Europa. Und lebt zurzeit in Dubai, beziehungsweise ist vor 2 Jahren dahin ausgewandert. Jakob ist einer der erfolgreichsten Social Media Digitalunternehmer, er nennt sich auch digitaler Serienunternehmer. Was das bedeutet, kommen wir im Laufe des Podcasts noch drauf. Jakob hat sehr viel Ahnung von dem Thema Performance Marketing, beziehungsweise Content Marketing, und kann eben Strategien aufzeigen, wie kann ich denn und für welches Geld kann ich denn im Internet mich sichtbar machen, für mich Werbung machen? Macht das überhaupt Sinn und macht es vor allen Dingen, und das ist ja das, was uns hier interessiert, für den Mediziner, für den Arzt Sinn, sich mit dem Thema Social Media und Facebook, Instagram und so weiter zu beschäftigen. Er gibt wirklich tolle Tipps. Er geht, er geht tief in das Thema rein und hat also auch wirklich ein paar gute Hinweise und lässt uns Einblicke nehmen in dieses für mich zumindest auch teilweise immer noch sehr, sehr schwierige Thema, wobei er sagt, es ist ganz logisch, dieses Thema, weil es sehr technisch ist und deshalb auch für ihn einfach nachzuvollziehen. Aber wenn jemand das seit Jahren so intensiv tut wie er, dann ist das wahrscheinlich kein Wunder. Freut euch drauf, ist wirklich ein tolles, spannendes Interview geworden, weil Jakob eben auch ein sehr authentischer Mensch ist, auch im persönlichen Umgang mit ihm. Wir kennen uns jetzt seit 2, 3 Monaten. Es ist immer so, er ist sehr verbindlich, er ist sehr klar, er ist sehr mitdenkend. Und das ist etwas, was gerade im Internet, finde ich, unglaublich wichtig ist, denn dann entsteht auch über die Entfernung ein Vertrauen. Und das ist, finde ich, im Internet sowieso eine der wichtigsten Währungen im Augenblick. Es gibt viele Verlinkungen zu Jakob. Er hat ein Buch geschrieben, auch die Neukundenlawine. Er ist vor einiger Zeit auch mal bei Focus Online als Experte im Bereich von Facebook-Marketing unterwegs gewesen. Freut euch drauf, tolles Interview geworden mit Jakob Hager im neuen Business Doc Podcast Interview. Und eine Sache, wie immer noch im Moment, möchte ich nochmal darauf hinweisen, auch Jakob steht uns als Referent zur Verfügung am 6.7.2019 im Signal Iduna Park bei der Veranstaltung Startup Praxis. Da ist er live zu sehen. Und wer ihn da treffen will, es gibt noch ein paar Karten unter www.startup-praxis.de. Jetzt wünsche ich viel, viel Spaß beim Business Doc Podcast Interview mit Jakob Hager. Ja, Jakob, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier bei uns im Business Doc Podcast mit dabei zu sein. Wir haben gerade kurz im Vorgespräch gesagt, du bist in Wien im Moment. Ist ja auch eine Besonderheit, da du eigentlich weltweit unterwegs bist. Ja, bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, vielleicht nochmal, wer ist Jakob Hager? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Oliver. Sehr cool. Also ja, ich stelle mich mal kurz in eigenen Worten vor. Also ich bin ursprünglich aus der Nähe von Wien und auch hier im Prinzip aufgewachsen, habe hier eine lange Zeit gewohnt. Meine Spezialität ist Facebook-Marketing bzw. Online-Marketing. Damit habe ich mich die letzten Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigt und hier auch eine persönliche Marke aufgebaut und hier ist eigentlich mein Business zu Hause. Vielleicht, dass ich noch ein bisschen aushole, dass Klar, die sehr gerne. Zuhörer zu sehr wissen, wer hier eigentlich spricht. Ja. Also ich habe eigentlich bin ich mal Programmierer geworden. Also ich habe mal eine Ausbildung in Technische gemacht als Programmierer und habe mir dann gedacht, naja, eigentlich will ich nicht das ganze Leben lang nur programmieren und habe dann Volkswirtschaft studiert. Und seitdem kann ich richtig gut Zeitung lesen. Ja, also ich habe dann während dem Studium schon gemerkt eigentlich, dass ich nicht so der theoretische Typ bin. Habe das Studium zu Ende gemacht, aber ich war währenddessen 8 Monate in Russland und direkt nach
Und das war meine erste Firma, die hat, da habe ich die Inspiration davon aus Russland bekommen, weil dort waren viele Menschen, die richtig gut Deutsch konnten. Das hat mich überrascht, weil da gibt es auch einige, die lernen jetzt nicht Englisch als erste Fremdsprache, sondern Deutsch, und die haben dann schon irgendwie 10, 15 Jahre Deutscherfahrung, und die wollten halt was mit Deutschland machen. Und ich habe eine Firma gegründet, wo Unternehmer an diese Arbeitskräfte einfache Aufgaben auslagen können übers Internet, sodass das alles online ist für die Hälfte des Geldes quasi, das man in Deutschland ausgeben müsste. Mhm. Aber für die in Russland war es immer noch viel. Das hat erstens am Anfang ganz gut geklappt. Ich habe am ersten Tag meinen ersten Kunden gehabt und meinen ersten Umsatz. Aber ich hatte ja keine Ahnung von Marketing, von der Abwicklung von dem Ganzen, und habe das Ding dann ein halbes Jahr oder 8 Monate später wieder geschlossen, diese Firma, weil ich einfach wie ein Verrückter quasi 80, 90, 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, weil ich immer selber Dinge ausgebessert habe, wenn irgendwo ein Fehler war oder so. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft, damals bei meiner ersten Firma halt ordentliche Strukturen aufzubauen. Und vor allem, ich konnte nicht Marketing machen. Das heißt, ich musste eigentlich jeden Kunden, der kam, annehmen, und konnte nirgends meine Bedingungen diktieren, sondern musste halt bei jedem Kunden dankbar sein, dass er gekommen ist und das machen, was er wollte. Sag nochmal, was hast du da gemacht? Also du hast die Russen, die Deutsch gesprochen haben, was hast du mit denen gemacht? Also das sind im Prinzip Sekretariatsdienstleistungen online, sowas wie Transkriptionen, Texte schreiben. Aber viel mehr Kunden haben auch in dieser Zeit dann nach Marketingaktivitäten gefragt. Die haben gesagt, könnt ihr auch Social Media machen? Mhm. Und das war im Prinzip für mich das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ich habe dann auch gemerkt, da will ich mehr drüber wissen. Habe dann im Endeffekt meine Firma geschlossen, bin in einen der nächsten Flieger gestiegen und nach San Francisco geflogen, weil ich mir gedacht habe, dort ist die Hauptstadt der Startups, da lernt man, wie man jetzt ein Unternehmen aufbaut, wie man Marketing macht. Und ich hatte dann tatsächlich dort auch Glück, weil ich habe mit ich bin zu Veranstaltungen gegangen, Marketingveranstaltungen, und habe dann vor Ort den Veranstaltern geholfen, Tickets auszuteilen und den Speakern Wasser zu bringen und so weiter. Mhm. Das Ganze kostenlos, und bin so halt einen Kontakt zu den Speakern bekommen. Und mit einem von diesen Speakern habe ich dann auch danach zusammengearbeitet, weil der hat zu mir gesagt so, du Jakob, du scheinst, als hättest du was in der Birne. Ich habe da so einen Kunden und habe gerade keine Zeit, du mach das mal. Und dieser Kunde war einer der größten Basketballvereine der Welt. Mhm. Und da, ich hatte am Anfang noch gar keine Ahnung, was das jetzt... Kannst du sagen, wer das ist oder wer das war? Ja, ich darf ihn leider nicht sagen. Okay, ja, okay. Aber ja, ja. Ein Basketballverein in San Francisco. Okay, ja. Okay. Auf jeden Fall, mit denen habe ich dann, ich habe mich dann quasi einen Sprung ins kalte Wasser gemacht. Ich habe gelernt, wie funktioniert Facebook-Marketing, wie funktioniert Google-Marketing, habe das dann gleich bei denen angewendet. Wir waren dann ein Team von ein paar Leuten und haben von 800% Return on Investment, die sie mit ihren Facebook-Marketing-Kampagnen hatten, das Ganze hochskaliert auf 6000% Return on Investment. Mhm. Also 1 Euro Ausgabe und 60 Euro wieder rein, mhm, über Facebook. Und dabei spreche ich jetzt nicht von, also wenn man sagt Facebook-Marketing, da komme ich schon jetzt zu meinem Thema. Das ist nicht so, dass man sagt, wie poste ich jetzt auf Facebook irgendwelche Artikel. Das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil davon. Das ist eher Social Media. Wenn ich von Facebook-Marketing spreche, dann meine ich Performance-Marketing. Das heißt, man überlegt sich eine Werbeanzeige, eine Strategie, wer ist die Zielgruppe, und entwickelt dann mit den Werbeanzeigen halt, wie gesagt, eine Vorgehensweise, wie man diese Personen erreicht, wie die Personen auf die eigene Webseite kommen und wie sie auf dieser Webseite dann, mhm, Produkte kaufen, Kundenanfragen schicken und so weiter. Ja. Ja, okay. Also was wir da gemacht haben, hat eigentlich wenig mit Kreativität zu tun, sondern ist sehr, sehr zahlenlastig. Und für viele Unternehmer ist es auch genau das, was sie brauchen, um ihre Zielgruppe halt zu erreichen. Viele stellen sich da was Falsches drunter vor, wenn man sagt Facebook-Marketing. Die glauben, das sind die Kreativen, unter Anführungszeichen, die da halt irgendwelche schönen Posts schreiben. Aber das ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil davon. Das richtige Facebook-Marketing ist eigentlich das, wo man jetzt nicht viel Zeit braucht, sondern einmal eine Kampagne einrichtet und die halt ab und zu mal optimiert, ja, aber man muss da jetzt überhaupt nicht jeden Tag auf Facebook posten. Ja, okay. Vielleicht können wir da gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, sowieso ja auch für deine gewissen Zielgruppen. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Das, was du so beschrieben hast, also ich war da unterwegs, war in Russland, dann bin ich in den Flieger gestiegen, nach Amerika geflogen. Es hört sich ja alles so leicht an, also so ich mache das jetzt. Ne? Du hast aber auch gesagt,
Ich habe dann Dinge getan, die erstmal umsonst, also umsonst im Sinne von, ich habe da kein Geld für genommen. Du hast Speakern Wasser gebracht, du warst auf Veranstaltungen unterwegs, hast einfach versucht, Menschen kennenzulernen. Das ist ja genau die andere Seite. Also zu sagen, ich investiere erstmal in meine Zukunft. Also das ist die eine Sache. Und zum Zweiten, dieses unternehmerische Gehen oder dieses Gehen, ich tue jetzt was, ich mache was, ich bleibe eben nicht sitzen. Du hättest ja auch sagen können, komm, ich bleibe in Wien, ist auch schön, hast aber nicht gemacht. Woher kommt das? Ist das familiär? Also auf der einen Seite, woher kommt dieses unternehmerische Tun und auf der anderen Seite, wie siehst du dieses Thema, ich muss vielleicht erstmal geben, bevor ich dann was zurückbekomme? Ja, das ist eine super Frage. Also ich habe mich das auch schon mal gefragt, woher das bei mir kommt. Also mein Vater ist ein Hauptschullehrer, meine Mutter ist Krankenschwester und ich bin eigentlich der Einzige in meiner, also ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, Ich bin der Einzige in meiner Familie, der studiert hat und der irgendwo im Ausland lebt jetzt. Also ich weiß nicht genau, wo das bei mir herkommt, aber ich war eigentlich immer schon so, dass ich was anderes machen wollte, dass ich in Russland wohnen wollte, San Francisco, Amerika sehen wollte. Und ja, jetzt aktuell wohne ich ja seit 2 Jahren in Dubai und bin hier ausgewandert. Also wo genau das herkommt, kann ich gar nicht sagen, aber das... Aber es war jetzt nicht so, dass deine Eltern das auch blockiert haben. Also sie haben jetzt nicht gesagt, um Gottes Willen, Jakob, lern noch was Vernünftiges. Also ich meine, es ist ja für Eltern vielleicht auch ein bisschen befremdlich, eine Generation von jungen Menschen, die sehr klar sind, sehr verbindlich sind, sehr mitdenkend sind und plötzlich ist der Sohn, der in einem Dorf von Wien aufgewachsen ist, plötzlich in der Welt unterwegs und ich weiß gar nicht, was macht denn der jetzt, da geht's ihm gut. Also als Elternteil ist das ja vielleicht auch mal so, dass sie dich gewarnt haben, gesagt haben, mach das nicht? Ja, schon. Also vor allem damals, als ich meine erste Firma dann geschlossen hatte, da waren schon die Stimmen sehr stark, die gemeint haben, jetzt such dir doch einen Job hier in Wien, du bist Programmierer, du bist eigentlich, hast eine super Ausbildung, du hast die ganzen Sozialleistungen in Wien, du hast wirklich ein gutes Einkommen als Programmierer, mach doch nicht dann noch irgendwas. Aber ja, das war halt irgendwie nie eine Alternative. Und ich meine, im Nachhinein muss man, es war auch nicht immer leicht. Also jetzt, du hast es auch angesprochen, du hast gesagt, das klingt im Nachhinein so leicht, da gehe ich mal hier hin und da fahre ich mal dorthin. Aber natürlich muss das alles finanziert werden und es ist nicht so, dass das alles von selber geht. Ja. Aber das im Nachhinein hat sich schon ausgezahlt. Jetzt, das heißt, du hast das aber alles selbst finanziert. Du hast gesagt, ich arbeite dafür und dann fliege ich jetzt nach San Francisco und lebe da eine Zeit. Das ist alles aus dir herausgekommen, ne? Genau, ja. Ich habe auch in San Francisco dann vor Ort gearbeitet. Also ich hatte dann einen normalen Job dann für 6 Monate, so einen befristeten Job und habe da ja 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet und daneben halt auch noch zu den Veranstaltungen gegangen. Ich bin nach San Francisco gegangen und die Amerikaner haben mich so gefragt bei so Veranstaltungen, wenn man sich trifft, was machst du jetzt so? Oder ich habe gesagt, ja, ich habe gerade meine Firma geschlossen, ich bin jetzt hier. Und die haben mich dann so gefragt, ja, welche Firma machst du denn jetzt? Also da war jetzt nicht, das war jetzt selbstverständlich so, nicht, okay, suchst du dir jetzt einen Job oder so, sondern nee, du bist Unternehmer, also welche Firma machst du denn jetzt? Und das war so auch so, puh, ja, eigentlich stimmt. Ja. Hast du da vielleicht auch was, also ich sag mal, genau dieser Punkt, dass die Amerikaner oder vielleicht Menschen in der Welt offener sind für solche Themen, die dir vielleicht auch noch gesagt haben, ja klar kannst du mal scheitern oder klar kannst du mal eine Firma schließen oder klar ist das Leben nicht immer leicht, aber mach doch einfach weiter. Hat dir das geholfen, diese Weltoffenheit? Ja, auf jeden Fall. Also die Amerikaner, die haben schon, was das Marketing betrifft, sind sie uns ein paar Jahre voraus und meiner Meinung nach auch die Einstellung zum Unternehmertum sind sie auch ist ganz anders und das hat mich schon sehr imponiert, das hat mir schon sehr gefallen. Ja. Und da finde ich, also so, ich sage immer, wenn ein Amerikaner eine Business-Idee hat oder wenn ein Deutscher, ein Österreicher, ein Schweizer eine Business-Idee hat, dann würde er jetzt wahrscheinlich so 10 Monate die Idee optimieren und dran tüfteln und arbeiten und am Schluss verkauft er sie 1 Monat lang und schaut, ob es geht. Und wenn der Amerikaner eine Business-Idee hat, dann verkauft er sie sofort am selben Tag. Und dann überlegt er sich mal, wie er das überhaupt macht. Also das ist jetzt weder das eine besser noch schlechter, aber man muss sowas in der Mitte haben. Weil sonst hat man das Problem, dass man nie irgendwas umsetzt. Genau. Also dieses Thema Start before you are ready, also macht das einfach. Das ist in Deutschland und wahrscheinlich in Österreich und in der Schweiz ähnlich ausgeprägt. Jetzt sind wir ja hier in einem Mediziner-Podcast, in einem Medizinerbereich, wo natürlich die Ausbildung als Mediziner voransteht und auch die in Deutschland ja sehr, sehr gut ist. Aber ich finde es sehr schön und auch ein Learning daraus zu sehen, dass man einfach Dinge mal umsetzen kann und umsetzen muss und einfach den Mut mal haben muss, vielleicht auch einen neuen Weg zu gehen.
Und du hast sicherlich nicht damit gerechnet, dass du ein paar Jahre später als einer der erfolgreichsten, du hast übrigens noch hingeschrieben, genau, digitale Serienunternehmer, wollte ich dich auch noch fragen, was das ist. Aber als Social Media Agentur oder als Großunternehmen ja mit wirklich vielen, vielen Menschen arbeitest und viel, viel Erfahrung auch gemacht hast, was das angeht. Wenn wir nochmal in dieses Thema Performance Marketing reingehen, kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen, vielleicht auch nochmal beschreiben? Du hast gerade schon den Ansatz gehabt, also der Unterschied dazu, eine Kampagne bei Facebook machen oder ein paar schöne Bilder da reinbringen oder eben wirklich zielgerichtet innerhalb einer Zielgruppe für sein Produkt, für seine Dienstleistung oder für sich zu werben und eine Marke aufzubauen. Genau. Also das ist, wie du es schon angesprochen hast, es gibt eigentlich keinen Karriereweg, um Facebook-Marketer zu werden, und man wacht auch nicht irgendwann mal auf und sagt, ich werde jetzt Facebook-Marketer, sondern das ergibt sich halt aus der Praxis. Und das, was ich mache, ist sehr technisch, technisch eigentlich nicht, sondern man muss nicht wirklich Techniker dafür sein, aber sehr zahlenlastig. Mhm. Und was ich mache, ist zum Beispiel, ich habe einen Prozess, wo ich sage, okay, zuerst definiert man mit einem Kunden mal, was ist die Zielgruppe, wie will man da diese Kunden erreichen, ja. Und dann sagt man, wie kann man das Ganze bei Facebook abbilden? Es sind über 30 Millionen Menschen aktiv auf Facebook im deutschsprachigen Raum, mhm, und im Prinzip heißt das, dass man fast jede Zielgruppe dort erreichen kann. Man muss nur wissen, wie man das genau macht und wofür Facebook gut ist, bei welchen Businessmodellen es funktioniert, mhm, bei welchen zum Beispiel Google besser läuft. Und vor allem bei lokalen Zielgruppen und so weiter funktioniert Facebook extrem gut. Wenn man zum Beispiel in einem Umkreis sagt, ich möchte meine Zielgruppe, ich habe ein Einzugsgebiet von irgendwie 20, 25 Kilometer in jede Richtung, und dann möchte ich hier zum Beispiel meine Kunden ansprechen. Mhm. Und da kann man dann, was ich immer sage, so eine Kampagne entwickeln. Mhm. Das bedeutet halt dann, man hat eben die Zielgruppe, man hat den Content, die Inhalte, und man gibt dann ein bisschen Geld bei Facebook aus, sagt, liebes Facebook, hier hast du 100 Euro zum Beispiel, zeig meine Werbeanzeige den richtigen Menschen, und da klicken die drauf und kommen auf eine Webseite und melden sich da zum Beispiel für ein Event an, oder sie stellen eine Anfrage, sie buchen einen Termin, sie kaufen direkt irgendwas online. Mhm. Das ist dann halt ganz abhängig vom Businessmodell. Aber im Prinzip gibt es heute kaum noch oder eigentlich gar keine Businessmodelle, bei denen Facebook-Marketing nicht in der einen oder anderen Art und Weise funktioniert, mhm, weil es sind ja die gleichen Menschen. Also es ist ja nicht irgendwas, was man sich ausgedacht hat, sondern die Menschen, die offline, ja, vor Ort irgendwo hinkommen und Produkte kaufen und Termine buchen, die machen das ja online auch. Es geht ja eigentlich nur darum, dass sie zur richtigen Zeit die richtigen Informationen sehen, und mhm, das ist hier die Kunst. Das ist der Grund, warum wir bei dem Basketballverein von 800% Return on Investment auf 6.000 hochgegangen sind, weil die hatten am Anfang, die hatten eine große Zielgruppe, die haben einfach irgendwas gepostet auf Facebook und ohne wirklich Targetierung, ohne wirklich zielgerichtetes zu machen. Und es hat auch halbwegs funktioniert. Mhm. Das konnten sie sich halt leisten, weil sie ein großer Verein sind mit vielen Fans. Ja, die verkaufen auch, wenn sie jetzt nicht targetiert vorgehen. Aber man kann halt viel mehr noch rausholen. Und wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist und irgendwo vor allem neu startet, dann muss man eigentlich auf Facebook-Marketing mitnehmen und dann das auch darauf setzen, weil es gibt eigentlich nichts, was einfacher und günstiger ist. Das ist das, mhm, Beste im Moment. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das, was du gerade gesagt hast, dass man einfach irgendwo irgendwas postet oder irgendwas reinsetzt, das ist ja wahrscheinlich in 90% aller Fälle so. Da weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mal behaupten, wenn ich mir das, was so bei Facebook oder im Bereich Social Media, wenn wir die anderen Kanäle mal mit hinzunehmen, auch angeht, dass das so ist. Jetzt ist es vielleicht für viele auch immer noch irgendwie ein Schloss mit ganz vielen Zahlen dran, wo ich gar nicht weiß, wie kriege ich das denn geknackt und wie kriege ich das auf. Und da ist immer die Frage, wie gehe ich denn vernünftig vor, und vor allen Dingen, wie finde ich jemanden wie dich, der mir wirklich richtig sagen kann, wie es funktioniert. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, auch ich bin da oder habe da durchaus Schiffbruch erlitten, indem ich mir Leute an die Seite geholt habe, die gesagt haben, sie können es, und im Nachhinein stellt man fest, sie können es dann doch leider doch nicht. Jetzt ist es ja so, die Frage danach, was habe ich für ein Produkt oder was ist meine Dienstleistung und wie möchte ich überhaupt sichtbar werden im Netz? Also angefangen hat es ja vielleicht bei vielen mit der Frage, wie werde ich überhaupt sichtbar? Wie mache ich mich, mhm, im Netz sichtbar, ohne jetzt zunächst mal zu sagen, ich habe ein Produkt. Also wenn ich den Arzt wieder nehme, der sich als Experte im Netz durchaus deutlich machen darf und sagen kann, ich bin der Experte jetzt in dem und dem Bereich,
und möchte da auch so wahrgenommen werden. Ist das ein Unterschied aus deiner Sicht, ob ich jetzt das Thema Branding oder das Thema Produktverkauf in einer Kampagne darstellen will? Ja, das gehört eigentlich zusammen in dem Sinn. Und jede erfolgreiche Kampagne hat auch ein Branding-Element drin. Sei es jetzt bei Firmen, die Firmen selber oder auch die Geschäftsführer der Firmen und bei Ärzten sowieso der Arzt oder die Ärztin selber, die da im Vordergrund steht. Das ist so quasi wie eine persönliche Marke aufzubauen, sich in einer Nische, in einem Gebiet zu positionieren. Und das Gute bei Facebook ist ja im Prinzip, sowas funktioniert noch viel besser, als wenn man einfach nur eine Firma hat. Ich zum Beispiel habe also ein konkretes Beispiel zu geben, ich habe eine Facebook-Seite, die heißt Jakob Hager. Es gibt bei Facebook so persönliche Profile, wenn man sich anmeldet, und es gibt Fanseiten, Facebook-Fanseiten, und meine heißt Jakob Hager, und mit dieser Fanseite mache ich alle meine Werbung für meine Produkte, und es funktioniert nämlich einfach viel besser, wenn man da als Person eine Seite hat, statt als Firma. Wenn bei Facebook eine Firma wirbt mit der XYZ GmbH oder so, dann sagt jeder so, Werbung. Aber wenn man das jetzt als Person quasi eine Werbeanzeige schaltet, dann kommt das einfach viel besser an und bekommt mehr Klicks und so weiter. Und jede erfolgreiche Kampagne hat auch ein Branding-Element dabei. Denn die Menschen, die auf Facebook sind, man muss da immer schauen, wer ist eigentlich auf Facebook? Was machen die? Und das sind halt viele Menschen, die zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit pendeln, im Straßenverkehr sitzen oder so, also in der Straßenbahn, U-Bahn, wie auch immer. Und die haben das Handy in der Hand. Mittlerweile ist 70% vom Facebook-Traffic mobil. Ja. Und die scrollen da durch und schauen so gelangweilt. Und die haben jetzt nicht den gezückten Geldbeutel und wollen da irgendwie sofort was kaufen, sondern die müssen erstmal Vertrauen gewinnen. Und deshalb ist das Branding-Element so wichtig. Das heißt, wenn man jetzt sich zum Beispiel jetzt in einem Bereich positioniert und sagt, ich bin Experte für das und das, und dann macht man zum Beispiel ein Video, wo man Tipps dazu gibt, oder man schreibt noch besser irgendwie einen Blogartikel. Also noch besser. Es kommt immer darauf an, ob Videos oder Blogartikel besser funktionieren. Aber hier funktioniert Werbung einfach wirklich. Also wenn man sich vorstellt, jemand sitzt in der Straßenbahn, dem ist langweilig, schaut durch Facebook, aber hat irgendwo ein Problem. Jeder Mensch hat gesundheitliche oder andere oder wie auch immer Probleme und denkt über Kinder, über was weiß ich. Also wenn man selber Kinder hat und so, dann denkt man auch, geht es denen gut? Was haben die? Die haben alle irgendwelche gesundheitlichen Dinge. Und dann sieht er plötzlich einen Artikel drüber, wo steht die 7 Gründe, auf die man achten muss, oder die 7 häufigsten Fehler oder so. Oder man kann auch quasi Storytelling machen, indem man schreibt, so eine Geschichte erzählt, aber halt ohne Namen zu nennen, in dem Fall bei Ärzten, also klar. Aber nehmen wir mal an, da kommt so ein Artikel und dann klickt die Person hundertprozentig drauf, weil das ist etwas quasi, was jetzt gerade, wo sie drüber nachdenkt, was relevant ist für sie, und dann zum Beispiel schreibt das auch noch ein Arzt, dann hat das eine hohe Vertrauenswürdigkeit und dann klickt die Person da drauf und liest sich den Artikel durch. Und mein Job quasi als Facebook-Marketing-Spezialist ist halt, zu sicherzustellen, dass die richtigen Personen die richtigen Artikel zu sehen bekommen. Ja. Wie du sagst, Sichtbarkeit, das ist der Key. Aber es geht nur um mehr als nur plumpe Sichtbarkeit, sondern man muss halt schauen, was kommt danach. Weil wenn die Leute immer zur richtigen Zeit informiert werden, sehen, dass es da einen Experten gibt, wenn sie da ein Problem haben, dann kommen sie dorthin. Also das ist so quasi der Effekt, den das Branding dann hat, dass es im Endeffekt auch zu mehr Besuchern vor Ort in der Praxis oder im Geschäftslokal führt und dann natürlich auch zu mehr Umsatz. Also das heißt, auf der einen Seite, ich sollte mich auch darum bemühen, du hast gerade gesagt, diese Verbindung mit dem Namen, heißt ja auch, es geht immer um eine Person, also ich muss meine Persönlichkeit, oder ich muss es möglichst persönlich machen, damit die Leute also auch sagen, ja, da ist ja eine Person, zwar ein Experte, und du hast gesagt, als Arzt kann man das ja auch über interessante Artikel tun, indem ich einfach meine Expertise deutlich mache, worüber möchte ich denn gerne schreiben oder worüber kann ich schreiben. Ich muss dann aber auch persönlich machen. Jetzt sagen ja viele immer, ja, wer bei Facebook unterwegs ist, und wir sprechen jetzt gerade über Facebook, es gibt ja noch ein paar andere Kanäle auch, warum machen so viele Leute so viele persönliche Dinge? Also warum lese ich dann zum Beispiel von einem Unternehmer, dass er jetzt gerade mit seiner Familie am Wochenende beim Spaziergang unterwegs ist? Ja, also die Frage ist ja immer, warum macht man das zusätzlich? Ist das notwendig, damit man eben auch erkennt, es ist nicht nur ein Unternehmen dahinter, sondern es ist eben auch wirklich eine Person, die lebt, die ein ähnliches Leben führt wie ich, die vielleicht ähnliche Probleme hat wie ich. Also damit baue ich damit Vertrauen auf?
Ja, das kommt einfach ganz, das kommt auf die Strategie an. Also grundsätzlich ist es so, wenn man ein Facebook-Profil hat oder auch ein Instagram-Profil und dort seine privaten Dinge teilt mit Freunden, Familie und sowas, mache ich jetzt gerade am Wochenende, das ist ja Privatvergnügen, kann man machen, muss man nicht machen. Man kann das aber völlig mit Business trennen. Und viele Kunden haben auch anfangs Angst und sagen, ja, ich will doch nicht alles über meine Familie da irgendwie online preisgeben. Und ich sie dann beruhigen und sagen, das hat mit dem nichts zu tun. Also du kannst ein Business machen, du machst dich quasi als jeder Arzt, jeder Unternehmer sollte eine Facebook-Seite haben. Das ist einfach in der heutigen Zeit so. Und dann kann man einfach null, absolut null über die persönlichen Verhältnisse oder so weiter weitergeben, sondern einfach nur, wie gesagt, so zwei, drei Artikel schreiben oder schreiben lassen. Man kann dir das zum Beispiel auch diktieren und jemand anders fasst es dann zusammen. Also da kann man schon ein bisschen kreativ sein und schauen, wie kann ich möglichst zeiteffizient den Content, den ich im Kopf hat, dann zu Papier bringen. Und dann schreibt man zum Beispiel 3, 4 Artikel, postet die auf, also jeder Arzt sollte auch eine Webseite haben, postet die auf der Webseite und verlinkt die auf Facebook. Das heißt, da gibt es dann einfach eine Facebook-Seite der Artikel und dann kann ich mit einer Strategie zum Beispiel mit irgendwie einem Budget von 1-2 Euro am Tag, da braucht man wirklich, vor allem wenn es lokal eingegrenzt ist, nicht viel Geld. Mit 1 Euro kann man ca. 100 bis 200 Personen pro Tag erreichen, die den Artikel sehen. Und das ist ja schon mal super interessant. Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber das hast du vorhin schon mal gesagt. Ich kann sehr effektiv Werbung machen, beziehungsweise kann sehr effektiv mein Budget, was ich habe, dafür einsetzen. Wenn du jetzt sagst, ich kann mit 1 Euro am Tag 100 Leute erreichen, die ich erreichen möchte. Das heißt ja, ich nehme jetzt mal eine klassische Werbeanzeige in der Zeitung regional. Da bin ich wahrscheinlich mit 1 Euro, komme ich, rufen die mich gar nicht für zurück, wenn ich damit loslege. Ich habe jetzt letztens noch für das ein oder andere so eine DIN A4-Seite gesehen oder so ein Format, was irgendwie in dieser Größenordnung, das kostet dann irgendwie 1200 Euro. Ich weiß aber gar nicht, wer es liest. Das ist also unglaublich gut. Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wie kann ich das steuern? Wie kann ich sagen, für diesen 1 Euro bekomme ich tatsächlich die Infos auch an meine Zielgruppe? Genau. Also das ist im Prinzip, also 1 Euro ist so das Mindeste, was man bei Facebook pro Tag ausgeben kann. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Strategie entwickelt, wo ich genau sage, Facebook für 1 Euro pro Tag. Wie kann man aus 1 Euro das absolute Maximum rausholen? Und das Wichtigste ist also einfach die Zielgruppe. Und da gibt's, das ist gar nicht so kompliziert. Also man klickt da zum Beispiel auf Bewerben und dann klickt ein paar Mal okay. Und irgendwann kommt man dann zur Zielgruppenauswahl. Und das ist so, dass man da halt eingibt, zum Beispiel, man kann das lokal eingrenzen, man kann sagen, in diesem Ort und einen Umkreis von 20 Kilometern oder so. Man kann das Ganze von der Interesse her eingrenzen, kann sagen, für Mütter, für Väter, für Männer, Frauen generell, für die Altersgruppen kann man eingrenzen. Und man kann natürlich auch, das ist ja, dafür ist Facebook bekannt, auf Interessen targetieren. Also man kann zum Beispiel eingeben, alle, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, die sollen meine Werbeanzeigen sehen. Facebook hat, glaube ich, viele Daten und weiß ja alles über uns. Und die Datenschützer, die schlagen da die Hände über den Kopf zusammen. Aber für Marketing-Experten ist das halt gut. Ja, und ich meine, es ist ja im Prinzip, das wäre eine andere Diskussion jetzt über die Ethik und Moral von Werbung. Aber wenn Leute, die ein Problem haben, die Lösung sehen, dann ist es ja eigentlich grundsätzlich was Gutes, beziehungsweise ist es besser, als wenn man völlig untargetiert irgendwelche Werbungen für Leute schaltet, die das gar nicht interessieren kann. Ja, genau. Ja. Also ich denke auch alle die im Social Media Bereich unterwegs sind und die sich grundsätzlich für dieses Thema entschieden haben, die sind auch, was das Thema Datenschutz angeht, vielleicht nicht ganz so, nennt es jetzt mal pingelig, wie alle anderen. Und ich glaube, wenn ich meine Daten da preisgebe, dann weiß ich, dass ich das freiwillig tue. Und das wissen aber auch alle, die in dem Netzwerk unterwegs sind. Genau. Ja, du warst noch dabei. Nee, also um das abzuschließen, also das ist nicht besonders kompliziert, vor allem wenn ich wirklich als persönlicher Experte vor Ort auftrete und in einem Gebiet mich positioniere. Und das Gebiet kann aber auch jetzt, das muss nicht so ganz klein sein, das kann auch ein Bundesland sein oder sowas in die Richtung. Und dann kann ich mich ja dort mit der Facebook für 1 Euro Strategie als Experte positionieren. Ich muss einfach eine Facebook-Seite sagen. Also ich kann das mal als Beispiel von mir selber sagen. Ich bin Facebook-Marketing-Experte, darum ist es dieses Gebiet. Aber wenn man halt mich auf meiner Seite steht, halt Jakob Hager, Facebook-Marketing-Spezialist, und dann bin ich auf Facebook auf meiner Seite und dann schreibe ich immer wieder Artikel, so wie man zum Beispiel mit Facebook mit wenig Budget starten kann, die häufigsten Fehler und so weiter. Und wenn jemand
sich grundsätzlich bei Facebook für, also bei Facebook für das Thema Online-Marketing interessiert, für, wenn jemand Unternehmer ist, dann kann es sein, dass er mal in seinem Newsfeed bei Facebook einen Artikel von mir sieht, wo ich halt einfach ein Thema erkläre, wo ich zum Beispiel sage, so kannst du optimal ein Video drehen, das bei Facebook dann gut ankommt. Mhm. Und dann klicken die Leute drauf und finden mal gratis Informationen, wie das funktioniert. Und denken sich, okay, also ein paar davon sagen, cooler Typ, hilft mir weiter, das freut mich. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass sie die E-Mail-Adresse bei mir eintragen, dass sie meine Facebook-Seite auf Gefällt mir klicken. Und danach kommen halt dann die Leute auch zu mir und wollen halt mit mir arbeiten, wollen wissen, wie sie das selber umsetzen können. Und im Prinzip ist das genau die Strategie. Man wirft im Internet so kostenlose Inhalte raus. Die Leute lesen die, sagen interessant und kommen dann wieder. Das funktioniert. Also es funktioniert in jeder Branche, wo ich das jemals angewendet habe. Und es funktioniert natürlich noch viel besser, je mehr Vertrauen man schon mitbringt. Weil der Sinn von dieser Strategie ist, Vertrauen aufzubauen und Klar. Sichtbarkeit zu bekommen. Mhm. Also der Kunde muss ja, wenn generell, damit ein Kunde was kauft oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, muss er einerseits wissen, dass sie existiert und andererseits muss er das Vertrauen haben, dass er sagt, das hilft mir persönlich wirklich weiter. Mhm. Und diese beiden, da sind eigentlich Ärzte halt prädestiniert dafür, weil sie genießen ein hohes Vertrauen und sie haben eine sehr gute Leistung, die sie anbieten, die Leuten wirklich weiterhilft. Mhm. Und dann fehlt eigentlich nur mehr die Sichtbarkeit, dass man wirklich sagt, die Leute müssen auch wissen, dass das existiert. Ja. Zum Thema Vertrauen und das, was ich im Netz für einen Arzt machen will, habe ich mir was aufgeschrieben. Ich wollte aber eine andere Sache noch fragen. Jetzt ist man ja versucht, als Laie in Anführungsstrichen, auch da kann ich mich durchaus outen, dass ich das selbst versucht habe, dann geneigt zu sagen, okay, ich erstelle jetzt selbst eine Kampagne. Ich suche mir selber irgendwie bei Facebook insbesondere die Möglichkeit raus, meine Zielgruppe zu bestimmen. Ich setze ein Budget ein, das bietet Facebook ja auch an, zu sagen, mach das doch hier selbst, nimm mal 5 € oder 10 und an der Seite steht dann, ja, du kannst hier mit 5 € am Tag 5.000 Leute erreichen für das und das Thema. Das ist natürlich so, wie wir es anfangs gesagt haben, sehr ungefiltert. Also ich nehme nochmal den Basketballverein aus San Francisco, die das ähnlich gemacht haben, die natürlich im Hintergrund schon eine riesen Fangemeinde hatten, also eine Community. Wenn ich die nicht habe, dann interessiert das wahrscheinlich die Leute noch viel weniger, was ich da mache, wenn ich es noch unzielgerichteter tue. Also das heißt, die Frage ist ja, sollte ich von vornherein sagen, ich wende mich an einen Experten, so wie dich zum Beispiel, mache mit dir zum Beispiel einen Plan für diese Strategie, ob das jetzt die 1-Euro-Strategie ist oder 10 oder 15 oder 20 am Tag, und kann aber langfristig damit tatsächlich Geld sparen. Also ich sag mal, denn das Geld, was ich anfangs alleine bei Facebook verblasen habe, das ist weg. Das hat keinen interessiert, weil meine Community, ich wusste gar nicht, wo werbe ich denn dahin. Und jetzt ist es aber ja anders und dadurch weiß ich, dass jeder Euro, der da eingesetzt wird, eben auch gut investiert ist. Also macht es Sinn, langfristig da zu denken und zu sagen, wir bauen uns vielleicht über ein Jahr eine Strategie auf und sparen damit Zeit und Geld und natürlich haben eine ganz andere Performance, was die was das Outcome angeht, ne? was dann hinten rauskommt. Würdest du das so sagen? Ja, also grundsätzlich finde ich es mal, muss ich ehrlich sagen, super, dass du dich damit beschäftigt hast und quasi selber auch mal ausprobiert hast, weil ich finde, man bekommt dann schon ein bisschen besseres Gefühl für das Ganze, wenn man das einmal schon gemacht hat. Man sollte halt quasi, wenn man dann sagt, okay, ich habe da jetzt mal vielleicht eine Kampagne gemacht, haben ein paar Leute geklickt, aber so richtig gebracht hat es noch nichts, dann darf man nicht die Motivation verlieren und sagen, das klappt alles nicht und so, sondern es funktioniert, da bin ich absolut sicher, weil das funktioniert in so vielen Branchen und ich meine, irgendwo muss der Umsatz von Facebook ja herkommen, von Leuten, die da tatsächlich sehr viel Geld ausgeben pro Tag und da würde ich halt dann schon sagen, okay, jeder konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen und macht das, was ihm am besten Spaß macht, dementsprechend würde es da auf jeden Fall Sinn machen, dann halt mit einem Experten zu sprechen und sagen, wie kann man dann eine Strategie aufbauen, weil es geht ja, Facebook-Marketing ist halt im Prinzip der operative Teil, wo ich sage, da klicke ich dann drauf und dann läuft die Kampagne, aber das ganze konzeptionelle Strategieentwicklung und so weiter, wie funktioniert so ein Verkaufsprozess vom ersten Kontakt eines potenziellen Kunden bis dann zum Abschluss des Verkaufs in der Praxis und so weiter, diesen ganzen Prozess muss man im Prinzip durchplanen. Und das macht man dann am Papier. Und wie gesagt, Facebook ist eigentlich dann, das Marketing selber ist eigentlich dann halt nur mehr vielleicht 10, 15% am Schluss, um die Kampagne dann nochmal auf OK zu klicken und dann läuft's.
Jetzt sagen viele, viele junge Menschen ja immer, auch mir gegenüber, Mensch, Facebook, das ist doch ab, nimmt doch ab. Wir sind auf Instagram oder Snapchat oder ich weiß nicht, wo sonst unterwegs. Sagst du gerade von, wie viel Millionen, 30 Millionen sind bei Facebook? Vielleicht mal aus deiner Sicht, ist Facebook immer noch das Medium, wo ich am meisten mit erreichen kann oder muss ich tatsächlich mehrere Kanäle bespielen? Also ich denke, dass also Facebook wird oft tot geredet und da gibt es ja den Spruch, tot gesagt, die leben länger. Also ich mache mir absolut keine Sorgen um Facebook. Es ist so, dass Facebook immer noch die größte Plattform ist und am meisten Leute da aktiv sind, mehr als Instagram. Und natürlich gibt es Tendenzen, das sehe ich auch, dass mehr Jüngere bei Facebook nicht mehr so aktiv sind. Die meisten haben trotzdem einen Facebook-Account, aber sind halt nicht so aktiv, sondern sind eher aktiv auf Instagram. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass die Zielgruppe, die auch wirklich bereit ist, Geld auszugeben und zu kaufen, die ist wirklich nicht auf Instagram, sondern das sind halt Junge. Das wird vielleicht dann in 5 bis 10 Jahren wirklich interessant. Aber vielleicht wechseln die dann auch auf Facebook, man weiß es nicht. Also das ist noch zu weit weg, um jetzt schon da Prognosen abzugeben. Aktuell in der heutigen Zeit, wenn man sagt, ist es auf jeden Fall das Beste, wenn man sich auf Facebook konzentriert, wenn man sagt, ich will da eine Zielgruppe ansprechen, die dann auch wirklich was kauft. Das ist auf jeden Fall so. Jetzt, wenn ich dich mal nach so einem Insider-Tipp frage, also Insider-Tipp jetzt nicht im Sinne von, wie kann ich es möglichst preiswert machen, sondern diese Frage danach, die mich ja auch mal beschäftigt hat, ich gehe irgendwo drauf, ich bin jetzt bei Amazon, wie auch immer, klick da den roten Hut an und dann bin ich demnächst bei Facebook unterwegs oder im Netz unterwegs und plötzlich tauchen überall rote Hüte auf. Das ist ja immer die Frage, wie passiert das? Und das ist, glaube ich, das, was du vorhin gesagt hast, die Strategie da auf der einen Seite dahinter, wie vernetzt man, wie verbindet man solche Sachen? Und die Strategie ist dann aber auch die Verbindung ja gerade in dem Thema Arzt und mit dem Thema Seriosität, Vertrauen auf die Person. Also wir haben eine klare Strategie, die uns rote Hüte zeigt. Und da würde ich dich vielleicht gleich mal um nur eine kurze Antwort bitten, warum sehe ich überall rote Hüte? Und auf der anderen Seite die Persönlichkeit, die dahinter steht und die mir wirklich, mit der ich wirklich im Netz eine Vertrauensbasis aufbauen kann und zu der ich dann gehen kann, um mir eben diese Expertentipps zu holen. Ja, also warum sieht man diese rote Hütte? Das ist eigentlich ganz einfach. Diese technisch das umzusetzen, das kann wirklich jeder, der eine Webseite hat, in ein paar Minuten. Das ist nicht so kompliziert. Nehmen wir mal an, man hat ein Arzt hat eine Webseite und da kommt jemand hin. Und dann gibt es immer diesen Button, wo man OK klicken muss zur Datenschutzerklärung, was weiß ich. Ich bin einverstanden. Und wenn die Leute dann OK klicken, dann ist es so, dann darf man sogenannte Pixel dort auslösen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Webseite kurz an Facebook meldet, liebes Facebook, der Herr ist auf meiner Webseite. Das weiß dabei nicht, wer das wer das genau ist, welche Person das ist, sondern der schickt einfach diese Person, die bei Facebook gerade noch eingeloggt ist, die ist bei mir auf der Webseite und Facebook weiß es dann und kann dann auf Facebook, auf Instagram, auf im Messenger und auch auf anderen Seiten, die auf den ersten Blick mit Facebook gar nichts zu tun haben, sondern die halt das Facebook-Werbenetzwerk nutzen, dann Bilder und Videos und so weiter anzeigen. Und das ist echt mächtig, weil wenn man sagt, ich habe eine Webseite und die ist richtig gut optimiert, also das wirklich alles perfekt gemacht, dann werden wahrscheinlich am Anfang mal von so einem Besucher vielleicht 10% der Leute werden dann wirklich eine Anfrage schicken oder in Kontakt auftreten, eine Aktion setzen. Und die anderen 90%, die ich damit verliere, die haben gerade keine Zeit, noch kein Vertrauen. Die sagen, brauche ich das wirklich? Die haben noch 3 andere Webseiten auch geöffnet und wissen nicht, wo sie jetzt kaufen sollen und wen sie konsultieren sollen, welchen Experten. Und wenn die Leute aber dann die nächsten 2, 3 Wochen immer wieder gute Werbung sehen, die abgestimmt drauf ist, die jetzt nicht nervig ist, sondern die halt einfach Informationen wiedergibt, die Einwandbehandlung macht, die den Leuten sagt, einen Anreiz bietet zum Beispiel jetzt doch noch dahin zu kommen, dann funktioniert das extrem gut und dann kann man damit quasi, das kann wirklich der Unterschied sein, warum Leute dann bei einem kaufen und nicht beim anderen. Okay, das würde aber auch ja heißen, die Dinge sollten im besten Fall wirklich gut aufeinander abgestimmt sein, ne? Also meine Webseite, meine Facebook-Kampagne, meine Instagram-Seite, also alle diese Dinge sollten ja ein bisschen zusammenhängen, damit ich oder wer auch immer das für mich tut, ja auch nachvollziehen kann, gehe ich da den richtigen Weg und positioniere ich mich an dem Markt da wirklich richtig. Ja, wobei das klingt auch komplizierter, als es ist, weil zum Beispiel Facebook und Instagram gehört zusammen. Da brauche ich beim Abstimmen gar nichts machen, außer wenn ich eine Facebook-Kampagne erstelle, klicke ich auf eine Checkbox und sage, okay,
und dann läuft das Ganze bei Instagram auch. Also das ist gar kein Mehraufwand. Okay. Und wenn man sagt, was ist das Mindeste, was ich so brauche, dann würde ich sagen, eine eigene Webseite. Die braucht man aber sowieso, weil irgendwo müssen die Leute ja Informationen bekommen. Ja. Und das Zweite wäre schon eine Facebook-Seite und ein Facebook-Werbekonto. Mhm. Also wenn ich sage, brauche ich jetzt Google-Werbung, vielleicht nicht am Anfang. Brauche ich Instagram-Account? Muss auch nicht sein. Brauche ich irgendwie Bing? Schon gar nicht. Ja. Also ja, das war das absolute Minimum, das man braucht, wirklich um online-marketing-mäßig fit zu sein und zu starten, wäre halt wirklich eine Webseite, Facebook-Seite und ein Facebook-Werbekonto. Ja, sehr schön. Also ich merke, das Thema ist unglaublich interessant und es wird auch noch immer interessanter, je zielgerichteter ich das machen möchte. Und deshalb freue ich mich umso mehr, Jakob, dass du uns auch als Referent beim Startup Praxis zur Verfügung stehst, vielleicht sogar live. Ist ein bisschen schwierig. Du konntest noch nicht sagen, ob du es tatsächlich schaffst oder ob du gerade irgendwo anders auf der Welt unterwegs bist. Aber auf jeden Fall werden wir dich in irgendeiner Art und Weise bei Startup Praxis sehen. Und deshalb schon nochmal vielen Dank dafür, dass du da kommen wirst und uns genau über diese Sachen und im medizinischen Bereich noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben willst. Oder kannst zumindest auch. Also einen Termin alle vormerken, 6.7.2019. Jakob ist mit dabei. Ich habe noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Jetzt ist der Arzt ja sehr häufig oder hat nicht das Problem, dass er keine Patienten hat. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja eine Unterversorgung in Deutschland oder wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum sowieso. Das höre ich auch aus anderen Ländern immer wieder. Es gibt immer Lösungsansätze und Ideen. Also der Arzt hat jetzt nicht das Problem, dass er keine Patienten hat. Der Arzt hat vielleicht aber das Problem, dass er nicht die Patienten hat, die er gerne haben möchte. Und das ist ja unser Thema in der Zukunft. Also ich kann nur noch mal sagen, ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass sich das Gesundheitssystem in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutlich ändern wird. Die Frage ist ja nicht, nochmal, kriege ich genügend Patienten, sondern kriege ich die Patienten, die ich haben möchte? Und wie bekomme ich die? Und ich glaube, da können die Dinge, die uns heute aufgezeichnet hast oder aufgezeigt hast, deutlich zu beitragen. Also zum Beispiel zu überlegen, in dem System, in dem ich im Moment arbeite, fühle ich mich da wohl, also in diesem gesetzlichen Krankenkassensystem, wo mir die Patienten sowieso in die Praxis gespült werden. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Und wo ich in meinem Umkreis ja ein gesperrtes Gebiet habe, da ist kein anderer Arzt, da muss ich mich um meine Patienten gar nicht kümmern. Jetzt kann ich mich aber über eine Marketingstrategie oder über ein Personal Branding, wie wir es gerade beschrieben haben, ja sehr schön positionieren über diese Kampagnen Facebook, Instagram, wo auch immer. Und habe damit ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das, was ich tue, als Experte für gewisse Patienten sehr genau, sehr diffizil, sehr zielgerichtet tun. Also ich habe jetzt in der nächsten Woche ein Interview mit einer Ärztin, die sich alleine auf das Thema Kinder, Jugend, Kinder bekommen, Kinder betreuen in der Phase danach und so weiter spezialisiert hat, in einer Privatpraxis zwar, aber eben genau in dem Segment, weil sie sagt, das sind meine Patienten und mit denen möchte ich langfristig arbeiten. Und ich glaube, das ist der große, große Vorteil, dass ich eben über diese Social-Media-Kampagnen, so wie du so beschrieben hast, die Patienten bekommen kann, die ich haben möchte, über diesen Expertenstatus, den ich dann habe. Und ich fand es sehr schön, dass du nochmal gesagt hast, es ist ja auch ganz einfach, indem ich zum Beispiel Texte auf ein Band spreche und die dann verschriftlichen lasse und auf meinem Blog einstellen kann. Wäre das so ein Service, den man jetzt bei dir bekommt oder wo kriege ich diesen Service her? Also sowas mache ich an Sie. Also ich, das stimmt, was du gesagt hast, quasi das, ich würde das genauso machen in dem Sinn, als Arzt positionieren auf ein Thema und in dem Bereich dann wirklich online positionieren und die Social Media und die Webseite darauf ausrichten, weil das ist, meiner Meinung nach ist es immer besser, eine enge Zielgruppe zu haben und also der Zielgruppe eng zu definieren und für die wirklich sehr, sehr gut positioniert zu sein, als zu breit zu definieren und halt nicht optimal. Darum sage ich auch bei mir, ich bin Facebook-Marketing-Experte, ich kann eigentlich auch Google und Instagram und YouTube und generell Marketing und Webseiten bauen, Webinare machen, aber trotzdem, wenn ich sage, ich bin Facebook-Marketing-Experte, dann kommen halt alle zu mir, die sagen, bei Facebook, da will ich wirklich den Besten haben und manche sagen halt dann, da komme ich zum Jakob und das freut mich. Aber um deine Frage zu beantworten, ja. Also die sowas wie transkribieren und dann Texte schreiben, sowas machen wir nicht. Also ich habe ein Team, aber wir konzentrieren uns halt wirklich auf Facebook-Werbekampagnen und sowas, aber da gibt es zahlreiche Firmen, die genau sowas anbieten, Transkriptionen. Ich kenne das eigentlich ganz gut, weil bei meiner ersten Firma war das auch ein großes Thema. Das haben wir ganz am Anfang angesprochen, wo ich das nach Russland ausgelagert habe. Da haben mich, also vor ein paar Jahren habe ich das noch gemacht.
aber Transkription, also das ist, das entweder gibt man das den Mitarbeitern oder man sucht sich eine Firma, da gibt es echt welche, die sind spezialisiert drauf. Einfach googeln, wie hat Audio zu Text transkribieren. Okay. Dann kann man das mal am Handy einsprechen oder so, was man sich überlegt hat. Also ich würde da vorschlagen, man macht sich Stichpunkte auf ein Blatt Papier, dass man weiß, wovon man spricht, spricht das dann 10 Minuten ein, schickt es an eine Transkriptionsfirma, das kriegt man zurück. Und dann gibt es verschiedene Arten zu transkribieren, entweder wörtlich, das wird in dem Fall nicht passen, weil das, was man schriftwörtlich sagt, ist nie genau das, was man schreibt. Ja, ja, genau. Dann gibt es auch geglättet oder wie auch immer, dass man das halt wirklich einen schönen Text dann hat und das auf die Webseite packen und dann auf Social Media auch posten, auf die Facebook-Seite und promoten. Das ist dann halt einfach, das würde ich genauso machen. Es gibt wahrscheinlich viele einfache Wege auch, wie man sowas umsetzen kann. Ich habe letztens, hat mir einer gezeigt, dass ich zum Beispiel beim Handy schon so eine Diktierfunktion ja auch habe und da die ersten Dinge einfach schon drauf sprechen kann und das könnte ich ja dann meine Mitarbeiter nachbereiten lassen, da hast du recht, das gibt es auf einem einfachen Weg. Das finde ich übrigens sehr schön bei dir, dass ich mal ein Kompliment in deine Richtung geben kann. Wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange, wir haben uns ja bis jetzt auch nur hauptsächlich so im Bildmaterial hier kennengelernt. Zwar jetzt mittlerweile auch schon 3-4 Monate, aber egal wo du bist in der Welt, du bist immer sehr verbindlich. Also ich habe noch nie erlebt, dass du einen Termin nicht einhältst und wenn das irgendwie schwierig sein sollte, kriege ich immer von dir eine kurze Nachricht. Also das finde ich unglaublich erstmal sympathisch und zwar also auch in so einer Partnerschaft einfach, weil man dann weiß, da kann man sich drauf verlassen. Du bist sehr klar und du bist vor allen Dingen auch jemand, der sagt, was er macht und was er nicht macht. Das ist auch wichtig. Ne? Also dass du jetzt nicht alles an dich ranziehst und sagst, ja, machen wir auch, sondern du sagst ganz klar, da gibt es Kernkompetenzen, es gibt andere, die können vielleicht andere Dinge besser machen oder dann geben wir diesen Markt noch ab. Also das finde ich sehr, sehr gut. Glaube ich auch wichtig, gerade als digitaler Unternehmer, das hat auch wieder viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, ja sehr gerne. Also. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, die habe ich jetzt mittendrin schon mal gesagt. Du machst ja viele andere Dinge auch noch. Also du hast Plattformen zum Beispiel, wo ich Online-Kurse einstellen kann. Du hilfst da auch, wie komme ich da hin? Du bist, und das war dieser Begriff, den ich nochmal klären wollte, digitaler Serienunternehmer, das steht groß bei dir auf der Internetseite. Was bedeutet das? Digitaler Serienunternehmer, was bedeutet das? Ja, also ich habe mir, es wird immer schwieriger, wenn ich zu Weihnachten quasi zu meinen Eltern und Großeltern nach Hause komme, dann fragen mich immer, vor allem meine Oma, so, was machst du denn jetzt eigentlich? Und es wird halt immer sehr schwierig, das zu erklären. So, ja, ich lebe manchmal in Dubai, manchmal bin ich unterwegs, dann reise ich wieder und wohne in Hotels. Schaue mir verschiedene Länder an, arbeite immer von zu Hause aus und vom Laptop aus. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein typischer Job, den man so beschreiben kann. Aber im Prinzip, was ich mache, ist, es dreht sich halt alles rund um das Thema Marketing und genauer gesagt Facebook-Marketing. Ich biete in dem Bereich Kurse an, das heißt so einen Videokurs für Unternehmer beziehungsweise deren Mitarbeiter, dass die so eine Grundausbildung bekommen, wie funktioniert das überhaupt, dieses Performance-Marketing, wie setze ich das um? Und das ist bei uns immer sehr praktisch. Das heißt, es gibt zum Beispiel Checklisten für verschiedene Branchen, wo steht, erstens mach das, zweitens mach das, drittens mach das. Und nicht so viel Theoretik, sondern das lernt man halt einfach. Es gibt keine Ausbildung an der Uni für Facebook-Marketing. Und der Grund ist einfach, weil das ändert sich oft. Also die Strategie ändert sich nicht, die ist schon jahrelang die gleiche. Aber operativ, wo klickt man was, das ändert sich. Also das sind Kurse, dann habe ich auch, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Neukundenlawine, das wurde über 30.000 Mal bestellt, da geht es halt auch darum, wie setze ich eine Strategie auf, um halt neue Kunden übers Internet zu bekommen und dann, was ich noch mache, ist, ich habe auch zwei Softwarefirmen, also das ist Firmen, die halt Online-Software zur Verfügung stellen für bestimmte Online-Marketing-Themen, das eine, die eine Firma von mir macht Webseiten, die optimiert sind drauf, Kunden zu gewinnen. Also es gibt ja viele Website-Bilder und so Tools, mit denen man so schnell eine Website bauen kann. Also 1&1 oder was es da gibt. Mhm. Aber das Problem bei denen ist, da stecken halt keine Marketing-Spezialisten dahinter, sondern man kann im besten Fall halt irgendwie eine schöne Webseite bekommen, aber die verkaufen eigentlich nie. Also sie sind nicht optimiert drauf, dass ein Kunde auf die Seite kommt, den nächsten Schritt setzt, den übernächsten Schritt setzt und am Schluss dann vor Ort in die Praxis kommt oder online direkt bestellt oder sowas in die Richtung. Und das haben wir halt geändert. Genau. Das heißt, dieses ganze Thema, alles das, was mit online zu tun hat und das eben in mehreren Unternehmen, das ist dieses Thema Serienunternehmer. Vielleicht nochmal ein Hinweis für alle. Wir werden natürlich alle Verlinkungen zu dir, zu deinem Website, Facebook, natürlich auch den Hinweis auf das Buch, fand ich nochmal sehr wichtig.
in Neukundenlawine auch in die Shownotes nehmen, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich die Sachen anzuschauen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, mich interessiert das, was der Jakob macht, diese 1-Euro-Strategie ist ja für viele vielleicht jetzt mal hoch, da kann ich ja ganz viele Dinge mit erreichen. Wie kommt man mit dir zusammen? Wie können sich die Leute oder die Interessenten an dich wenden? Das ist eigentlich ganz einfach. Unter jakobhager.com ist meine Webseite und da gibt es ein Kontaktformular, beziehungsweise auf Facebook bin ich sehr aktiv, offensichtlich. Ja. Und einfach anschreiben. Man kann den Support von mir kontaktieren und auch, also es gibt auch die Möglichkeit mit ausgewählten Leuten, die wirklich sagen, ich mache jetzt Business, ich will das wieder was umsetzen, dann arbeite ich auch persönlich zusammen. Das okay. ist aus zeitlichen Gründen und weil ich halt jetzt wie gesagt, auch viele Softwareprojekte habe und viele Dinge, die automatisiert laufen und auch automatisiert Einnahmen generieren, mache ich jetzt nicht mehr so viel mit 1:1 Arbeit. Aber wie gesagt, bei interessanten Projekten ist auch das noch eine Möglichkeit. Einfach anfragen. Es ist okay. So, ja. Super, das ist ein guter Hinweis. Vielleicht auch mal dieses Thema Checklisten hast du ja nochmal gesagt. Wenn da jemand Fragen hat, vielleicht sage ich jetzt mal einfach, vielleicht schreibt er das dann in die Kontaktanfrage mit rein und ihr kommt einfach in Verbindung. Das würde mich sehr freuen. Ja, Jakob, super. Ich habe, wie gesagt, noch ganz viele Dinge hier stehen. Wir haben jetzt schon über 45 Minuten durch. Ich habe ja zum Schluss immer so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, die jeder meiner Interviewgäste mit auf den Weg bekommt. Und da legen wir jetzt einfach mal mit los. Aus deiner Sicht, die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also aus meiner Sicht, ich bin überzeugt davon, dass es halt auch wie in vielen anderen Branchen halt Gewinner und Verlierer geben wird, also das klingt jetzt so hart, aber im Prinzip, man muss sich halt schon mit dem Thema Online-Marketing, Online-Kundengenerierung, Positionierung beschäftigen. Ich glaube, dass es früher oft so war, dass man das nicht wirklich musste, weil der Weg war vorbestimmt. Ja, man hat die Praxis und da kommen die Kunden rein und das war so. Aber seit es halt die Möglichkeit gibt, so relativ einfach und kostengünstig sich zu positionieren, sich eine Kundengruppe auszusuchen, gibt es halt dann auch wirklich die Superstars der Branche, die es schaffen, da eine ordentliche Positionierung zu machen und die sich dann die Kunden dementsprechend aussuchen können, dadurch zeitlich unabhängiger werden, besser verdienen und halt mehr Freiheit in dem Sinne haben. Und genau da glaube ich schon, dass sich das hinentwickeln wird zwischen Leuten, die halt einfach den Schritt gehen und gehen wollen und auch bereit sind, sowas zu machen und anderen, die es nicht machen. Das merkt man auch in unserer Branche und in allen anderen. Also. Okay. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Also für mich bedeutet, ist natürlich auch ein großes Thema, wenn man keinen fixen, also ich habe schon einen fixen Lebensmittelpunkt in Dubai, aber ich bin halt sehr, ich bin irgendwie ein halbes Jahr im Jahr unterwegs in verschiedenen Reise herum, schon fast so ein digitaler Nomade und dementsprechend muss man da halt schauen, also für mich persönlich bedeutet Gesundheit, dass ich halt das machen kann, was ich machen möchte und dass alles passt in dem Sinn. Das ist eine sehr konservative Einstellung, aber quasi wenn ich, oder wie man... Nee, ist schon gut, richtig, genau richtig. Ich hatte jetzt nur gerade im Kopf, bei den ganzen Themen, die du so machst und bearbeitest und viel unterwegs bist, schaffst du dir dann Ausgleich? Also sagst du zum Beispiel, ich gehe jetzt jeden Morgen laufen oder ich habe ein Fahrrad oder ich, was weiß ich, meditiere oder der Nächste, was weiß ich, guck dir eine Kerze, keine Ahnung, irgendwas. Schaffst du dir einen Ausgleich für dein Berufsleben auch? Ja, also ich habe früher mal, war ich in der Leichtathletik und habe so, als ich 15, 16, 17, 18 war, habe ich auch einen Trainer gehabt und dann irgendwie so 7, 8, 9 Mal die Woche trainiert, war so halb professionell dabei und bin auch mal in meiner Altersklasse in Österreich Fünfter geworden. Was? Also bei so 3000 Meter Lauf. Ah, oh, okay, cool. Also das von dem her, und das vergisst der Körper auch nicht wirklich, also... Okay. Selbst wenn ich mal nicht so viel trainiere, dadurch, dass ich in meiner Jugend schon sehr, sehr viel gemacht habe und da bin ich viele tausende Kilometer gelaufen. Wenn ich jetzt die Laufschuhe anziehe, rausgehe, dann kann ich so 1 Stunde, 1,5 Stunden schon noch herumlaufen. Na schön. Das heißt, da wird der Kopf auch mal wieder frei, ne? Und dann, das ist dein Ausgleich. Okay. Das ist genau, ja auch richtig. Großer, also ich finde immer, sowas trägt dann zur Gesamtsituation bei und natürlich dann auch zur Gesundheit. Genau. Kannst du sagen, aus deiner Sicht, welche Eigenschaft sollte der Arzt als Unternehmer haben? Naja, ich glaube, dass Ärzte halt unternehmerischer denken sollen generell, als viele es vielleicht bisher machen. Ja. Und wirklich schauen, mehr mit den Themen Positionierung und sowas beschäftigen. Weil das ist auch etwas, was
ich aus meiner persönlichen Erfahrung mit meiner ersten Firma halt richtig falsch gemacht habe und was halt dann dazu geführt hat, dass das Ganze nicht geklappt hat bei mir. Mhm. Bei der ersten Firma, bei den anderen dann schon, weil ich halt wirklich immer sehr, sehr klar war in der Kommunikation, was mache ich, wo ist meine Expertise und was mache ich nicht. Und das ist eine gute Sache, wo ich denke, da kann jeder Arzt davon profitieren, sich da halt Gedanken zu machen. Sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, den du empfehlen kannst? Bei mir war das die Biografie von Elon Musk. Die hat mir sehr gefallen. Okay. Mhm. Sehr gut. Hat ja verschiedene Themen auch. Ich weiß nicht, ob das im Buch angeschnitten werden. Jetzt habe ich noch nicht gelesen, aber sein ganzes Spektrum ist ja unglaublich faszinierend, was der alles macht, der Mann. Also, ja, das ist ein wirklicher, ist ja nicht nur ein Unternehmer, ist ja auch ein Visionär. Ne? Also, ja. Letzte Frage abschließend, gibt es jemanden, den du uns als Interviewgast für diesen Podcast empfehlen würdest? Oder gerne aus dem Bereich Medizin, aber auch gerne aus anderen Bereichen, die vielleicht auch für die Medizin von Bedeutung sind. Oder einfach ein interessanter Gast auch schon. Also was ich jemanden, den ich empfehlen kann, der da, ich glaube, sehr, sehr gut passen würde, mhm. wäre zum Beispiel der ist auch ein Businesspartner von mir in einem der Softwareprojekte, heißt Arthur Neumann, also ist ein Namensvetter von mir. Ja, und der ist Experte darin, wie man Bücher schreibt und zwar in relativ kurzer Zeit. Also er hat mir auch geholfen, dabei mein Buch zu schreiben. Nicht jetzt als Ghostwriter, sondern als jemand, der strukturiert und der hat wirklich unterstützt, okay. Wie ist das erste Kapitel aufgebaut, das zweite, das dritte und so weiter. Er hat dann auch ein Logistikunternehmen, beziehungsweise ist verknüpft mit einem Logistikunternehmen, sodass das den Versand und so weiter auch macht. Okay. Und kümmert sich da im Prinzip um alles. Und der ist halt auch Experte darin, wie man so ein Buch schreibt und das halt im Business einsetzt, wie man damit, Buch ist ja auch eine super Möglichkeit, um seine eigene persönliche Marke noch stärker aufzubauen. Also wenn jemand mal ein Buch in einem bestimmten Themengebiet geschrieben hat, dann ist keine Frage mehr, ob der ein Experte darin ist oder nicht. Das ja, genau, das ist tatsächlich immer noch so, dass das Buch immer noch eine besondere Bedeutung hat. Da können wir noch so viele Kindle und Social Media machen und so viele andere Möglichkeiten haben, wenn man ein Buch geschrieben hat. Hat das sicherlich immer noch eine ganz andere Bedeutung. Ja, sehr schön. Dann werde ich mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht kannst du mir die Kontaktdaten mal zur Verfügung. Du hast mir die, glaube ich, auch schon zur Verfügung gestellt. Ich muss mal gucken. Jakob, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Du bist in Wien jetzt. Wo geht es jetzt noch weiter auf deiner Reise oder bist du bald wieder in Dubai? Nee, ich bin jetzt gerade in Wien die nächsten 3 Wochen. Danach werde ich wahrscheinlich 2 Wochen in Bratislava sein. Mhm. Und dann haben wir 2-3 Wochen in den Niederlanden geplant und dann wahrscheinlich nochmal Großbritannien, solange der Brexit noch nicht ist, quasi, und wir dann noch einfach so hinreisen können. Ja. Da haben wir gedacht, das wollen wir uns auch mal anschauen. Ich habe auch früher mal, als ich 18 war, 2 Monate in Liverpool gewohnt und vielleicht schaue ich mir da wieder mal das an und komme da wieder mal zurück. Ja, genau. Dann habe ich noch nicht weiter geplant. Also dann das ist ja auch genau. Und dann ist ja auch schon bald der sechste, siebte und vielleicht bist du ja dann noch in Europa und kannst vielleicht doch eben vorbeischauen. Jakob, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und dafür, dass du uns ja heute für die Facebook- und Social-Media-Fragen zur Verfügung gestanden hast. Für alle Zuhörer und Zuschauer nochmal danke fürs Dabeisein, dazuhören und zuschauen. Wie immer, denken Sie dran, den Podcast zu bewerten bei iTunes, YouTube oder wo auch immer Sie ihn hören. Das ist einfach wichtig, damit wir ein bisschen Feedback von Ihnen bekommen, gucken, was können wir besser machen an der einen oder anderen Stelle und eine gute Bewertung. Tut uns natürlich immer gut. Das Schlusswort hat wie immer mein Gast und ich sage wie immer am Ende des Podcasts, bleiben Sie unternehmerisch. Bis dahin. Jakob, du darfst das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht zu sprechen. Man sieht, man muss mich immer etwas bremsen, wenn es ums Thema Facebook-Marketing geht. Aber es ist auch mal sehr, sehr interessant, dass halt auch die Ärzte und also auf diese Branche, auf die Medizin umzulegen,